das Geräusch, dieses Hintergrund, dieser Wind, der da durch diese Grüfte geht. Immer wenn ich das höre in diesem Spiel, habe ich sofort Bock, Starbound zu spielen und so tief runter in so einen Planet zu buddeln. Coole Sache. Fast schon zu schade, aber den, den ich auf dem Kopf habe, den finde ich halt echt cool. Ist halt, also mehr Rüstung ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Dann hat halt die Lebenspunkte, das ist eigentlich nett, aber... Aber ein bisschen mehr Rüstung schadet auf keinen Fall.
Ja, die sind aber eigentlich schon cooler. Ja, der war doch jetzt gar nicht mal. Okay. Zugegeben. Ohne den Life Leech wäre mir das vermutlich schwerer gefallen. Aber so konnte ich mehr Schaden machen, als der mir abziehen konnte. Beziehungsweise seine Truppen. Deshalb haben wir das eigentlich ganz gut gerade auswittern können. You've released the Overseer from his madness. Now we can investigate his library. Ja, das finde ich gut. Ich bin halt super. Ah, here are his notes. He mentions searching for an ember forge in a dwarven fortress, much deeper in this mountain. He believed it would cleanse the corruption from his awakened ancestors. I will return here another time to learn more, but this ember forge sounds promising. Come, let's go further down. We mean not. Ja. Geh du schon mal vor. Ich plündere noch ein bisschen und gehe in die Stadt den Plünderkrempel zu verticken und dann folgen wir ihr. So. Ja, Meister, um deinen Portal kümmern wir uns auch noch. Well, hello. Good journey. Good day to you. Not a scat. Hi there.
Was, ich soll das runterschlucken? Wie eklig ist das denn? Okay. Keine Quest ist soweit erfüllt. Also schon die mit dem, dass wir das freischalten, aber das. Ah gut, die Belohnung war ja natürlich jetzt das eklige Auge, das wir geschluckt haben. So, Freunde der Nacht. Es sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein mexikanischer Wrestler, würde ich behaupten. Aber das macht nichts. Ich denke, jetzt sind wir ein gutes Stück vorangekommen in Torchlight. So, Torchlight 1 ist jetzt zwar 5, 6 Jahre her, als ich letztes Mal hier war. Also grundsätzlich, damals habe ich das in Factor Games Archivsystem noch nicht gemacht. Wir wissen jetzt, es gibt das Spiel Torchlight. Ja gut, das wusste ich schon vorher, ich habe es schon oft genug erwähnt. Wir wissen jetzt auch, was es ist. Es ist ein ganz klassisches Action-RPG. Ja, ein Hack-and-Slay-Rollenspiel in der Tradition glorreicherweise von Diablo, wobei Diablo natürlich nicht das erste war seiner Art, aber es ist der prägendste Titel. Torchlight ist in seiner Gestaltung nicht ganz unerwartet ein Diablo 1 Klon. Das liegt nämlich daran, dass die Entwickler von Blizzard gekommen sind, vor Diablo gemacht haben. Ich finde, das Spiel ist immer noch schön, es macht immer noch Spaß, es hat viele schöne neue Ideen dazu gebracht. Es kann natürlich gegen Diablo 2 nicht an und es, wenn man mal ehrlich ist, es kann auch nicht wirklich gegen Diablo 1 an. Jetzt ist das hier natürlich größer und bunter und hübscher und toller als Diablo 1, aber Diablo 1 ist einprägsamer. Die Gegner, die ich hier platt mache, auch der mit dem ekligen Auge, das sind alles irgendwie nur Kanonenfutter-Gegner, da prägt sich keiner ein. Aber wenn ich irgendwo einen Gamer treffe, also einen richtigen Gamer, nicht so diese Lutscher, ja, sondern einen richtigen Gamer, der Diablo 1 eben gesuchtet hat. Und du sagst zu dem irgendwann nach dem 8. Bier, oh, fresh meat. Dann freut er sich wie ein Schnitzel, weil er denkt sofort an den Butcher aus Diablo 1. Und das ist das Geile eben an Diablo 1. Es hatte wirklich auch King Lyric, es hatte so seine Gegner. Die halt einfach kultig sind. Das hat sich eingeprägt. Das ist hier nicht. Deswegen würde ich trotzdem sagen, dass Diablo 1 immer noch das eher das Spiel ist, das man gespielt haben muss. Torchlight ist ein Spiel, das sollte man gespielt haben, wenn man die Art von Spiele spielt. Torchlight 2 ist dann wieder ein großer Wurf. Auch wenn ich bei Torchlight 2 immer den Eindruck hatte, es ersäuft mich in allem. Also es ist zu viel irgendwie von allem, auch wenn man sich natürlich fragen kann, kann es überhaupt zu viel geben, aber das ist schon fast schon auf dem Weg zu diesen großen Rollenspielen wie die Elder Scrolls Titel, die auch irgendwann einen total ersäufen. Man kommt ja überhaupt zu keinem Ende. Das ist irgendwie so eine Lebensaufgabe, so ein Spiel durchzuspielen. So schlimm ist Torchlight 2 jetzt nicht, aber es geht halt einfach wirklich in die Richtung großes Rollenspiel, was einfach dieses Ausufern angeht. Torchlight 1 ist noch ein knackiges Dungeon Crawler Spiel, das halt wirklich dieser Diablo Tradition steht. Wir wissen also, dass das gibt, was wir hier machen, ist auch klar, eben Dungeon Crawler in Diablo-Tradition, wir splattern alles aus dem Weg, skillen unseren Charakter und rüsten aus. Das ist eine relativ simple Geschichte, aber macht Laune. Und wir wissen jetzt auch, wie es aussieht, und da muss man mal sagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch, dass es halt eigentlich ein 2D-Spiel ist und durch diese isometrische Ansicht und gezeichnete Oberfläche, altert das wirklich gut. Also ich finde, das sieht immer noch super aus. Das kann man immer toll spielen. Es erzählt eine schöne Geschichte. Also es ist nicht umsonst eine der Top 10 Titel in diesem Genre, erzähle euch das eigentlich im Prinzip ständig, wenn wir so ein Spiel spielen. Das sind meiner Meinung nach die beiden Torchlight-Titel neben den zwei Diablo-Titeln, die oben stehen, und dann gruppieren sich eine Reihe wirklich sehr, sehr guter Spiele drumherum. Mittlerweile, finde ich, hat sich auch Diablo 3 ganz gut gefangen. Es hat zwar ein paar Jahre gebraucht, aber nachdem jetzt einiges mehr an Content drin ist, es ist zwar immer noch irgendwie,
Also noch mehr RPG Light als 1 und 2. Aber es ist mittlerweile erträglich. Am Anfang habe ich ja nur gekotzt. So, egal. Torchlight 1. Wir kommen bei Gelegenheit. Und nein, wir warten. Wobei, ich will nichts versprechen, ob es denn jetzt wieder 6 Jahre dauert. Ich hoffe es einfach mal nicht. Gucken wir mal. So oder so, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Jetzt habt ihr auf jeden Fall auch die Garantie. Jawohl, wenn der Monty sagt, wir kommen wieder, dann kommen wir auch wirklich wieder, auch wenn es ein paar Jahre dauert unter Umständen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns in Torchlight. Bis dann. Ciao.